Hey Freunde, was geht? Hier ist der Toki. Willkommen zurück zu Battlefield 2042 und willkommen zurück auf meinem Kanal. Patch 3.1 ist gestern live gegangen und hat drei neue Portalwaffen und den Rework von Manifest ins Spiel gebracht. Obendrein gab es noch einen Haufen an Bugfixes und Performance-Verbesserungen, allerdings so gut wie keine Balance-Änderungen. Das einzige, was da so ein bisschen in die Richtung geht, ist, dass die Feuerrate vom Rex-Revolver und von der AKS-74U angepasst wurde. Beginnen wir erst einmal mit dem Rework von Manifest. Ich fand Manifest schon vorher nicht schlecht, sie hat definitiv zu den stärkeren Maps im Game gehört. Allerdings ist sie natürlich schon ziemlich auf dieses vertikale Gameplay ausgelegt und darum nennen sie viele, ich inklusive auch gerne McKay-Fest, weil McKay da einfach der absolute Gott ist. Mit ihm kann man halt richtig leicht diese riesigen Container erklimmen und von dort hat man halt ein hervorragendes Schussfeld. Man merkt, sie haben das versucht beim Rework so ein bisschen zu entschärfen. Man kommt jetzt auch als normaler Spezialist leichter auf diese Container drauf und in den Containerschluchten ist wesentlich mehr Deckung. McKay bleibt allerdings trotzdem noch sehr stark, aber das ist er eigentlich immer. Das ist aus meiner Sicht auch so der größte Nachteil der Map, halt dieses Highground-Gekämpfe bei den Container-Areas. Ansonsten hat mir die Map wirklich super gefallen. Es wurde auch wirklich sehr viel verändert, nicht nur einfach irgendwo noch zusätzlich Deckung hingeklatscht, man hat teilweise gesamte Gebäude gelöscht oder verändert. Auch die Mitte der Map, da auf diesem großen Hügel, sieht jetzt schon deutlich anders aus. Also die haben sich da wirklich Gedanken gemacht. Auch an der Balance der Spielmodi wurde herumgeschraubt. Bei Rush zum Beispiel wurden alle Bombenplätze verändert. Wie gut die Balance jetzt bei den verschiedenen Modi wirklich ist, wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen. Im ersten Moment bin ich mit dem Rework aber wirklich zufrieden. Machen wir weiter mit den neuen Portal-Waffen. Da gibt es zuallererst einmal das M240 LMG. Das schaltet ihr frei, indem ihr 100 Kills oder Assists mit der M240 selber oder der Avensis macht. Und dazu braucht ihr noch eine Runde, wo ihr mindestens 20 LMG-Kills erzielt habt. Also mit der Avensis einfach ein paar Multikills abreißen und die Sache ist erledigt. Das M240 ist dann ein sehr klassisches LMG, eine 650er Feuerrate gepaart mit einem recht hohen Schaden von 28 auf dem Body. Der fällt dann erst ab 30 Meter auf 22 ab. Das bedeutet übrigens auch, dass man Gegner im Close Range Fight mit nur zwei Headshots töten kann. Rückschusstechnisch geht die Waffe vor allen Dingen nach oben, dafür allerdings ziemlich kräftig und ruckartig. Ich persönlich kam wirklich gut mit ihr zurecht, sie ist jetzt nicht eine neue Meta-Waffe oder so, aber man kann sie sehr solide spielen und es macht durchaus Spaß. Schade ist natürlich wie immer bei allen Portal-Waffen, dass man so gut wie gar nichts an den Aufsätzen verändern kann und das, was man verändern kann, macht dann so gut wie keinen Unterschied. Die nächste Waffe ist dann die M416 aus Battlefield 3. Um sie zu bekommen, müsst ihr 100 Kills oder Assists mit ihr selber oder der PPX machen. Dazu braucht ihr dann noch 60 Wiederbelebungen oder Sturmgewehrkills. Sollte jetzt auch nicht das größte Problem sein, die PPX ist zusammen mit der PP29 aus meiner Sicht sowieso die beste MP im Spiel. Die M416 überzeugt dann vor allen Dingen mit einer recht soliden Feuerrate von 750. Schadenstechnisch könnte dann allerdings durchaus ein bisschen mehr gehen, sie macht bis zu 20 Meter einen 24er Hit, danach fällt der Schaden schrittweise ab. Auf dem Kopf gibt es den typischen Sturmgewehrmultiplikator von 2,25. Das ist wirklich recht praktisch, denn so kann man wie bei der M240 Gegner in Close Range mit einem Doppel-Headshot killen. Der große Nachteil der Waffe ist definitiv ihr 30-Schuss-Magazin. Bei der Feuerrate ist das fast andauernd leer und braucht dann auch eine gewisse Zeit, bis es nachgeladen ist. Das verlangsamt das Gameplay sehr unangenehm. Ich würde euch empfehlen, die Waffe vor allen Dingen im Close Range Fight einzusetzen. Da kann sie auch durchaus ein bisschen was. Alles, was darüber hinausgeht, ist sie nicht mehr so stark. Das liegt auch durchaus am Rückstoß, der ist jetzt vielleicht nicht brutal hoch, aber durchaus spürbar. Leicht zu kontrollieren ist die Waffe definitiv nicht. Die letzte Waffe im Bunde ist dann die M93R, das ist eine Pistole und ihr schaltet sie frei, indem ihr 100 Kills mit ihr selber oder der G57 erzielt. Dazu braucht ihr dann noch 8 Sekundärwaffenkills in einer Runde. Das ist wirklich eine sehr sportliche Herausforderung, 100 Kills mit einer Sekundärwaffe zu erzielen ist nicht besonders leicht. Wenn ihr sie also wirklich schnell freischalten wollt, würde ich euch tatsächlich empfehlen, das Ganze über einen Bot-Server zu machen, also ein Koop-Eroberungsmatch zu starten und dort einfach die AI abzufarmen. Das kann man theoretisch natürlich auch bei allen anderen Portal-Waffen machen, ich finde das allerdings mega langweilig. Hier will ich es allerdings einmal erwähnen, weil im normalen Spiel kann das schon ziemlich anstrengend werden. Ganz objektiv lohnt es sich allerdings auch kaum, die M93R freizuspielen, die Waffe ist nämlich einfach nur mega schlecht. Ihr verschießt immer einen Dreierburst, wo ein Schuss einen maximalen Schaden von 22 besitzt. Ab 15 Meter geht dieser schon runter auf 18. One-Bursts sind also nur mit Headshots möglich. Für eine Pistole besitzt sie obendrein noch einen fast absurd hohen Rückstoß. Die Waffe zieht dermaßen nach oben, dass man sie eigentlich nur im Close-Range-Fight einsetzen kann. Auf höheren Distanzen trifft man fast überhaupt nichts mehr. Da ist die G57 als alternative Burst-Pistole einfach um Welten besser. Die rettet einen selbst den Arsch, wenn man wie ich hier versucht, sein Seepferdchen zu machen.
Performance-technisch lief das Spiel bei mir auch schon vor dem Update hervorragend, da hat sich mit dem Patch eigentlich nichts dran geändert. Bugs hatte ich auch keine weltbewegenden. Das Einzige, was mir negativ aufgefallen ist, dass wenn ich revived werde, ich jetzt übel in den Himmel schaue und dann muss man halt erstmal voll die Maus rumreißen, um wieder aufs Schlachtfeld zu schauen. Das ist ein bisschen unangenehm. Ich hoffe, dass sie das bald wieder rauspatchen. Aber das ist auch das Einzige, ansonsten lief es bei mir absolut rund. Unterm Strich ist der Patch 3.1 ein ganz netter Appetithappen. Der Rework vom Manifest ist okay und auch zwei der drei neuen Portal-Waffen machen durchaus Spaß. Das Rad wird hier allerdings auch definitiv nicht neu erfunden. Wir bekommen das, was wir auch so in den letzten Monaten regelmäßig mal bekommen haben. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Patch und vor allen Dingen auch zum Rework unten in die Kommentare. Würde mich wirklich interessieren, was ihr davon haltet. Ansonsten, Leute, wünsche ich euch wie immer noch einen wundervollen Tag. Haltet die Ohren steif und haut rein!